Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind im letzten Part mit Garnet hier angekommen und wollen erstmal in unsere Heimat, um die Mutter aufzuhalten, weil sie doch ein bisschen, ja, ich sag Bescheid ist und irgendwelche Leute angreift. Ein paar Schneiden, schön. Was haben wir hier? Das Tor ist ein gigantisches Tor. Immer nimmt es einen ganzen Berg ein. Falls ihr euren jetzigen Standort wissen möchtet, schaut einfach auf das Schild dort. Haben wir schon getan. So, mit dir wollte ich auch noch mal reden. Ihr seht vielleicht etwas, was euch gefällt? Achso. Ja. Schaut euch nur um. Ja, kaufen. Was haben wir denn? 27. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen mehr kaufen. Sagen wir schon auf 50 auf oder so? Boah, fast. Ist ja nicht ganz so teuer. Phoenix-Federn brauchen wir vielleicht auch noch mal ein paar. Was machen wir denn? 15, das sollte reichen. Echo Kraut, keine Ahnung, was das macht. Ich habe nirgendwo eine Info dafür. Angelegt. Man kann Sachen anlegen? Und das dann automatisch? Keine Ahnung. Naja, gut. Na komm, kaufen wir noch mehr davon. So, perfekt. Kann man auch irgendwas untersuchen hier? Das Pferd zum Beispiel oder so? Ach. Schade, leider nicht. Mit dem möchte ich nicht reden, weil du möchtest wahrscheinlich nur speichern. Haben wir hier rechts noch was? Nö. Gut, dann gehen wir da direkt nach oben. Und möchte mitfahren. Wollt ihr mit der Bergmeer fahren? Ja. Aber ein Passierschein bitte. Hier, bitte. Dankeschön. Heute ist zu wenig Betrieb. Ich könnte die Abfahrtszeiten flexibel gestalten. Nö. Wir waren sofort los. Oh, dann bitte einsteigen. Wir werden kurz abfahren. Perfekt. Steiner, du bleibst da. Oh, ist doch schon da. Hallo? Wo wollt ihr euch setzen? Egal wo. Kann ich irgendwas hier machen? Ich kann mit dem. Ich kann noch mit ihm reden. Jetzt ist wirklich los. Bitte setzt euch, wo es euch beliebt. Können wir irgendwas hier finden? Nein? Darf ich nichts aufnehmen? Dann setze ich mich einfach dahin. Lass uns hier hinsetzen. Wir werden in Kürze abfahren. Noch ein wenig Geduld, bitte. Halt Anweisung. Check, check. Perfekt, drücken los. Wie habe ich den gesprochen? Keine Ahnung. Oh, gerade noch erwischt. Wer bist du? Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Hm? Egal. Alles festhalten, der fährt zu fährt los. Schön. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es ist in der Tat keine einfache Reise von den Blumen bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer standhaftes Verhalten gegenüber diesem vorlauten Mockery im Wald der Chocobos und eure grandiose Strategie mit dem Schweißgurken. Die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Ihr solltet mich doch nicht so nennen. Oh, bitte verzeiht vielmals. Schön gut. Bei mir hat das doch etwas länger gedauert, indem ich es dann auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Der Kerl war die Frechheit in Person. Selbstsüchtig und trotzköpfig. Nun ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanzierte Verhalten gegenüber dem Prinzen, gegenüber Freundin Lily ist unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Na, ich weiß nicht. Wir beschützen sie wenigstens. Wobei, macht er auch, aber. Nee. Kannst du ja aufstehen am besten? Freya, kümmert euch nicht um mich.
Rettet Bomelsia. Rettet unser Königreich vor Melsia. Tod. Was war das? Er hat es gewagt, um mich so zu überfallen. Oh, jetzt wird sie sauer. Ich wollte noch hier weitermachen. Hört auf, weiterzulaufen. Mano. Ich wollte mich noch umgucken. Nur noch ein bisschen. Okay, wir gehen nochmal wieder zurück. Kann ja nicht sein, dass wir einfach weitergehen. So haben wir nicht gewettet. So. So, kannst du mit laufen? Kann ich hier irgendwas sammeln? Ja. Schade. Weil wir waren noch nicht über dieser Brücke. Ich möchte nochmal gucken, was es hier gibt. Und wenn es so ein kleiner versteckter Raum ist. Nicht aufzukriegen. Aha. Okay. War also sinnlos, aber wir wissen wenigstens, wo wir da hingekommen wären. Gut. Zum Glück haben wir den Bosskampf geschafft. Der ist ja relativ optional. Weil mit dem anderen Weg sind wir auch hier rausgekommen. So. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Kämpfe bestreiten. Warte mal, auf der Karte haben wir einen gelben Punkt blinkend gehabt. Fallen wir den. Ich würde sagen, wir machen erst den großen Kalt. Zieh dann. Hauen wir den da. Ivi. Nimm's mal. Feuer. Nächsten Menschen. Der. Du weißt auch mal den an. Du kannst mal fressen. Bin gespannt, ob das reicht. Ja, 116 war jetzt nicht so viel. Du warst trotzdem. Mach Mist, ist eine falsche Auswahl. 48? Das war gar nichts. Shit. Schön, hat gereicht. Perfekt. Ah ja, ich werf einfach mal zurück. Hätte ich jetzt auch nicht fressen können? Oh, kritisch. Nein, hätte ich nicht gekannt. Freya war einfach wütend. Jadestein, oh. Und eine Karte gekriegt. Schön. So. Ich weiß nicht, ob wir da herkommen oder dahin müssen. Drehen wir die Karte noch ein bisschen. Was haben wir hier? Erstmal reingehen. Könnte auch hier eine Stadt darstellen. Der Winter lässt mir verraten. Der Geruch von Verbranntem. Und der Geruch von Blut. Oh, nicht so gut. Hinter den Mauern spüre ich den Rausch des Triumphes, gerade frisch vom Sieg heimgekehrter Soldaten. Hier riecht es komisch, Schmumpf. Das verheißt nicht gute Schmumpf. Okay. Aber die Blumen riechen gut, Schmumpf. Esst die Blumen nicht. Was dann natürlich ein Verhalten kann. Und seins noch leere ziehen. Da war ich mir aber nicht so sicher, ob man von dem noch was lernen kann. Wäre ich zu meinen Gefühlen so ehrlich wie er, wie der werte Quina, dann täte ich jetzt sicher. Dann, diese Blume, sie schmeckt ausgezeichnet, Wumpf. Siehste. Nein, nein, der Schein trügt sicherlich. Uns läuft die Zeit davon. Na, lasst uns gehen, Bomelsia ist nicht mehr weit. Okay, aber ich möchte trotzdem erstmal die Kisten hier öffnen. Oh, jetzt noch eine. High Potion, oh, schön. So, was haben wir hier? Noch ein Zelt, schön. So, kann ich hier... Komm schon. Was machen im Tor? Ne, schade. Wir sollten vielleicht aufhören, Blumen zu fressen. Naja, egal. Kleine Katzen gehabt. Und ein paar Items erhalten.
So, jetzt muss ich die Kamera nochmal drehen. Toll. Es regnet auf der Umwelt. Krass. So, was ist das hier? Mäßig. Da möchte ich eigentlich noch nicht so rein. Aber da geht's direkt weiter und. Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon ready for sind. Außerdem möchte ich mich noch hier ein bisschen in der Umwelt umgucken. Und alle Zuschauer jetzt so, oh nein. Ihr könnt es natürlich vorspulen. Aber ich möchte das machen. So, können wir nicht lassen. Da können wir. Heilung? Wieso heilt er mich denn? Okay, was war jetzt Schaden? Ist er immun gegen Blitze? Kann das sein? Nicht sterben. Danke. Ich kann Finger ihn fressen. Müsste reichen, oder? Ungenießbar, Mumpf. Und du wirst auch noch gefressen. Wenn du stirbst, perfekt. Gina? Danke. Ungenießbar. Toll. Lohnt sich also nicht mal. Oder haben wir von dem schon alles? Das kann sein. Mit Felixfeder und noch eine Karte. So, was haben wir denn noch hier so zu erkunden? Erstmal kämpfen. Alles klar. Soll uns nicht stören. Oh, jetzt hat der einen Vorteil. Okay. Alles ist schneller als Greener. Passt soweit. Das heißt, ihr könnt schon mal ordentlich draufhauen. Okay. Botus, was macht das? Einfach Fotos. Ich hab's nicht gesehen. Hat er sich geheilt? Keine Ahnung. So. Können wir dich schon fressen oder? Das ist jetzt safe. Muss schwächer werden. Oh, ich glaube, er ist stärker geworden. Ja. Wir sterben. Perfekt. Könnte ich nämlich jetzt nochmal fressen. Noch schwächer? Was zum Henker? Jetzt war aber ganz schön stark schon. Das gefällt mir irgendwie nicht. Na toll, jetzt stirbt er. Gerade das wollte ich verhindern. Ich wollte ihn nochmal fressen. Mann, oh. So. Keine Items, na toll. Okay, dann, was haben wir hier noch? Wow. Wirbelsturm? Ein bisschen Wirbelsturm. Können wir da reinlaufen? Ich bin gewillt, das zu tun. Ah. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ja. Mutationsklinge. Zurück steht da hinten. Zack. Wir haben noch keinen Schaden. Schade eigentlich. Also nicht mit Nahkampfangriffen. Nur noch mit Zaubern. So. Das war das. Nur Potion. Warum nicht? So. Wir haben hier noch irgendwie einen kleinen Bereich. Wo ich nicht weiß, was denn. Ah, ein kleiner Strand ist hier noch. Ist es wichtig, dass wir hier langlaufen? Ich glaube nicht, aber. So, was ist mein Geheimnis? Komische Waffen. So, Bibi, kannst du mal. Na doch, da haben wir Feuer. So. Oh, 180, das kann sich sehen lassen. Ach, fressen, ja.
Hat das jetzt überlebt? Nein. So, zwei Hits hat er abgekriegt. Greener, reicht das schon? Wäre auf jeden Fall schön, wenn ja. Immer gefressen. Auch wenn es jetzt keinen Bonus mehr gegeben hat. Wir können bei Quina nochmal gucken, kurz. Was kannst du denn noch machen? Abilities. Nutzen? Nee. Anlegen. Wir haben 9 Punkte. Gar nichts. Okay. Hau den Lukas. Anlegen. Mal gucken, was hast du denn so? Eine Gabel. Na toll. Ne, wobei. Ein Wille runter, 3 Z Abwehr. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Ich lasse es sehen. Lieber so. So, das war's, fehlt uns natürlich immer noch. Schade. Wir können aber mal ein paar Items noch schlucken. So, du bist voll. Du kannst. Ja, musst bleiben. So. Fast. Okay. Geh erstmal hier lang. Ich weiß, unten kommen wir auch noch weiter. Hier wird wahrscheinlich auch wieder gar nichts sein. Aber ist egal. So kommen wir jetzt noch zu ein paar Kämpfen. Ein bisschen Training. Oh, warte mal, auseinander, oder? Mit 2 Hexen. So. Schwarze Magie. Reflex. Ja, nochmal. Ah, sie hätte Sprung machen können. Nicht. Egal. Reflex. Okay. Verfehlt. Na toll. Das hat sich also gar nicht gelohnt. Aha. So. Sie dann macht schon mal guten Schaden. Fressen, ja. Wie sieht's aus? Komm nicht, dass es was wird. Doch gefressen. Jetzt habe ich aber nicht gelesen, was da stand. Wahrscheinlich ungenießbar, aber naja. Und wenn nicht, dann hat es sich halt nicht gelohnt. Ist das gewollt, dass wir hier langlaufen? Warum ist der Weg so weit? Finden wir vielleicht irgendwas Cooles? Würde mich ja freuen. So, was seid ihr? Was seid ihr? Waldnymphe, okay. Angriff, Angriff. Ah, komm mal auf. Die komische Füße. Und vergessen. Feuerrad. Oh, shit. Aber noch. Sprung. Reicht es schon? Muss schwächer werden. Nächste. Oh oh, die sind Gefahr. Gar nicht wirklich. Verfehlt? Oh nein. Ja, fressen. Gute Nacht. Das ist jetzt größer geworden. Items. Sind wir jetzt tot? Moment, alle schlafen? Alles ist auf einmal. Okay. Ich will eigentlich jetzt heilen, aber. Ja. So, Sprung. Ja, hau drauf. So, jetzt macht keiner irgendwas. Das ist ja ein super toller Angriff gewesen. Nicht. Ah. 400. Nice. So, du kannst Item mal eine Pause geben. In guten BG. Ah, down. Nice. Und sie wieder aufgemacht. Gut, dass wir Sprung gemacht hatten.
2 Level-Ups. Bisschen Kohle. So, jetzt müssen wir uns aber nochmal kurz heilen. Ja. Oh, passt genau. Das reicht noch nicht. Ja, das passt so. Perfekt. So, warum kann ich hier lang laufen? Warum kommt schon wieder ein Monster? Mann. Ich möchte danach nochmal zum Strudel, wenn wir hier das erkundet haben. Gucken, was passiert, wenn wir da reinlaufen. Schwarze Magie. Reflex. Greifen wir ran. Egal. Gegner einfach beklauen. Ja, beklau den mal. Nee, mach's mal Sprung. Blitz. Okay, 80. Ja, schon. High Potion geklaut. Perfekt! Das nehme ich doch gerne. Und 22? Boah, das ist gar nichts. Okay. Down. Oh, schöner Schaden. Sieht mir zu schnell. Die machen mir zu viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Jawohl. Schön. Jetzt muss ich mich trotzdem nochmal heilen. So, Item. Wer wurde angehittet? Das lohnt sich ja nicht. Du. Ja, passt. So. Ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt mal Schluss für heute. Und, kommt da eigentlich hin? Keine Ahnung. Egal. Ja, wir erkunden hier noch ein bisschen weiter, geht ja noch ein Stückchen und ich bin gespannt, was wir dann ja, vielleicht beim nächsten Mal schon sehen. Ich hoffe es zumindest, weil ich habe keinen Bock hier ewig lang zu laufen. Aber wir können mal gucken, ob wir dann rausfinden, was dieser ja, Sandsturm da macht oder dieser Strudel, wie auch immer. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.